Hallo und herzlich willkommen zu GTA 4. Aber wir spielen nicht GTA 4 normal. Wir spielen GTA 4 die Polizeimod, SCPDFR Mod. Ja, das spielen wir jetzt mal ein bisschen. Und ja, die Schärfe geht nicht mehr rein. Oder? Doch, doch, doch. So, jetzt, so. Genau, es ist eine, ja, die Mod ist umsonst. Ich habe auch neue Polizeiautos reingepatcht, reingepackt. Und die Light Mod. Da gibt es einmal hier, ja, Standard. Geblinkt, Gedöns. Dann die, ich stehe am Rand, Warnleuchte. Licht. Jo, das war's. Haha. Ziemlich viel Krach. So, wir müssen jetzt zur Polizeiwache, um das Ganze noch zu aktivieren. So. Ich hoffe, das ist nicht zu laut eingestellt hier alles. So, ich verspüre ein leichtes Ruckeln. Ich verstehe aber nicht warum. Weil Grafik hätte ich genug. Aber wartet mal, wir machen das mal direkt ein bisschen tiefer hier. Wahrscheinlich liegt es an der Aufnahme. Ja. Wie ihr seht, könnte ich... Ich habe gerade mal Ressourcennutzung von 931 MB von verfügbar 1995. Das verstehe ich nicht ganz. Naja, egal. Läuft jetzt besser? Nein, läuft es nicht. Ich verstehe nicht warum. Das liegt mit Sicherheit an der Aufnahme. An Frappes. Ja komm, mache ich das hier mal auf. Oh, schon voll dran vorbei. Mittel, Mittel, Mittel. Komm, das auch Mittel. So, jetzt fährt hier natürlich gleich wieder der Shopper an meinem Fenster vorbei. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Und wenn, selbst schuld, mir egal. So, wir sind zurück und es hat uns gecrashed. Das wird uns bei dieser Mod des Öfteren passieren, weil noch nicht alles bugfixed ist. Deswegen stürzt das Spiel ab und zu mal ab, aber ich habe es falsch installiert. Dann müssen wir dann jetzt mal mit leben. Das Neustarten, alles dauert ja nicht lange. Ja. Grafik habe ich ein bisschen runtergeschraubt. Fällt zwar bei dem Spiel kaum noch auf. Dabidabidu. Ja, da müssen wir hin. Wir müssen die ganze Mod ja noch aktivieren. Wir brauchen Uniformen etc. Das sind zum Beispiel hier meine Las Vegas Automodelle. Die fand ich sehr geil. Es gibt zwar auch deutsche Fahrzeuge, aber ich finde das ein bisschen affig hier bei GTA. In Amerika rumzurennen, also amerikanischen Stil und damit deutschen Fahrzeugen durch die Gegend zu fahren. Also Polizeifahrzeuge mit deutscher Sirene. Deswegen bleiben wir mal schön im amerikanischen Stil. Den finde ich sowieso ein bisschen besser. Die Amerikaner haben halt die hübscheren Polizeiautos. Das muss man denen ja mal lassen. Aber das ist ja auch noch alles Geschmackssache. So, ich nehme mal hier die Nougat-Schnitte. Dubidubidubidu. So, ich hoffe, wir crashen jetzt nicht, sodass wir mal vielleicht mal 5 Minuten spielen können. Hier kann man sich noch einen Partner holen. Das mache ich jetzt nicht. Ich fahre alleine. Typisch amerikanisch, auch mal wieder. Jetzt können wir uns das Fahrzeug aussuchen. Ich persönlich schwöre aber auf den hier. So. So, fahren wir mal rum, warten bis unser erster Einsatz ist. Aber ich kann euch mal zeigen, pass auf, ich gehe mal kurz hier AFK. Wir
können jetzt. Was machen wir jetzt erstmal? Schnappen wir uns den Typen nach vorne. Pull over. Police. Rechts ran winken. Ja, da ruckelt's kurz, weil die Mod gerade geladen hat. Übrigens bei der Mod ist, wenn man das Blinklicht anhat, die Warnleuchte, dass die Türen nicht richtig aufgehen, weil wegen der Lightning Mod. So. So, was sagen wir? Wir sagen jetzt einfach mal aggressives Fahrverhalten. Ja. Gib mich deine Lizenz. Problem ist, das habe ich wahrscheinlich auch falsch installiert, ist, wenn ich jetzt gleich auf den Polizeicomputer zugreife, dass dann auch immer noch das Background an ist. Also zum Beispiel, ich kann die Sirene ausmachen beim Schreiben. Werdet ihr jetzt, glaube ich, sehen. Wie heißt er? So, ein Database nachsuchen. Morris. Hört er im Hintergrund, tacker ich nämlich auf die ganzen Dinger rum. Rivers. Rivers. Nachgucken. Lizenz ist in Ordnung. Okay. Schon 6 Mal angehalten. Gut, 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 gut. Ja. So. Was ihr da gesehen habt jetzt rechts, das ist die Light-Funktion. Da kann ich jetzt die Lichter von meinem Fahrzeug verändern und den Kram. Welchen Modus die blinken soll und bla bla. So, wir geben dir mal einen Strafzettel wegen scheiße Autofahren. $100 bitte. Dankeschön, so kann sich das Geld natürlich auch verdienen. So, mache ich das mal wieder außer. So. Mit Alt und T kann man Elektroschocker ziehen. Wow, 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 wow. Ja, ja, Eiswagen. Warte mal, Alt und. Ne, war das Alt und T? Ja, klar, jetzt habe ich den Taser. Der irgendwie wohl anscheinend nicht richtig. Ich war wahrscheinlich zu weit weg, einfach nur. Und dann gibt es nochmal die Funktion. Kann ich mir einen schicken Hut aufsetzen? So, das machen wir mal. So, gehen wir mal richtig auf Streife. Ich melde mich mal wieder an hier. So. So. Dip, 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 fahren wir mal hier rum. Dabi, dabi, dab. Wie gesagt, das ist eine kostenlose Mod. Den Link der Mod werde ich, wenn ich es nicht vergesse, mit in der Beschreibung packen. Und wo man das Fahrzeug herkriegt, die Fahrzeuge. Die Lightning Mod. Falls ich es vergesse, schreibt mich an. PN. Einfach in der E-Mail. Und dann kann ich euch die auch so schicken. Aber auf YouTube findet ihr auch genug Tutorials dazu, wie das geht. So. Heizen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, den Auftrag nehmen wir an. Wo müssen wir hin? Natürlich am ADW. Arsch der Welt. So, ich denke mal, dass wir jetzt hier geradeaus fahren. Go, 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 go! So, weg da. Ach, ich habe die Sirene nicht angemacht. Komm, ich fahr jetzt einfach hier lang. Die amerikanischen Bullen dürfen das. Oh. Der hat auch einen Screenshot gemacht. Ach du Scheiße. What the fuck? Dann packe ich doch mal meine Pumpe aus. Ich hoffe nicht, dass das zu laut ist. Boah, Großeinsatz.
Oh, jetzt habe ich meine eigenen Leute angeknallt. Egal, ich darf das. Problem ist an der Mod, man stirbt auch schnell. Aber das gehört ja dazu. Holla die Waldfee. Abgeknallt! Weg da. Das war laut und tut mir leid, diese Sounds kann man leider nicht runterschrauben. Das ist unmöglich. Also bei jedem abgeschlossenen Auftrag kommt dieser laute Soundtrack. Gut. Sind wir hier fertig? Guti, guti, gut. Beim nächsten Crash, dann werde ich mich dann schon mal verabschieden. Dann bleibt das so, dann werde ich das schon mal so hochladen und so wird so bleiben. Man kann auch allerdings, was ich euch mal zeigen kann, ich melde mich mal nochmal ab hier. Ich stelle mich mal hier hin und dann hole ich, ich gehe mal zu dem da. So, jetzt kann ich nämlich schön durchsuchen. Jetzt muss ich mich dahinter stellen. Hin doch! Ich will dich begrapschen! Nehmen wir auch schon mal die Knarre in der Hand. Falls die Person eine Waffe hat oder so. Wir haben leider nichts gefunden. Hallo, gut. Ich bin wieder angemeldet. Fahren wir erstmal hier weg, der Bimmel geht dann voll auf Nüsse. Wieder über die Autobahn. Melden. So. Einfach mal eine Diskriminierung hier machen. Einfach mal kontrollieren. Komm. Du bist zu schnell gewesen. Genau, ist kein Racetrack hier. So, zeig mir mal deine Papiere kurz. Ich guck dir aber nur mal so drauf eben. Komm, zackig. Ja, will ich nicht weiter gucken. Ich werfe dein Geld. Gib mir dein Geld. 100 Dollar, bitte. Staho, Auffahrt. Thank you. So, weiter geht's. Wow. Ich finde den Wagen einfach nur genial. Der ist richtig schön protzig, groß und ja, zu langsam ist auch nicht. Man kann bei der Verfolgungsjagd auch gut Leute wegrammen, gucken, ob wir eine Verfolgungsjagd kriegen. Hallo? Natürlich nicht ganz ungefährlich, gerade hier mitten auf der Autobahn auszusteigen. Komm, hau ab, damit ich dich verfolgen kann. Ja, komm, gib nur eine Verwarnung, bla bla bla, tschüss. Ich will hier eine Verfolgungsjagd. Was ist mit ihm hier? Ah, guck mal, er. Können wir uns nochmal Verstärkung rufen? Go, 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 go! Ah, ich hab Air Support gemacht, ne? Wieder Screenshot. Immer wenn ich auf Taste drücke, kommt Screenshot. Muss ich mal umbelegen. Ich hab das Gefühl, das Spiel kackt jetzt gleich ab. Dann sag ich schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Disliken, nicht liken, oder liken und abonnieren, favorisieren, oder lass es einfach sein. Und er schießt auf mich. Das ist gar nicht gut. Verstärkung!
Ich ramm you! Boah! Ach, ich warte lieber auf Verstärkung, ey. Oh, soll ich's wagen? Ich wag es! Gib mir meine Knarre! Jetzt haut er tatsächlich nur ab, ey. Go, 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 go! Ramming! Stehen bleiben! Komm schon, lass dich nur festnehmen. Tja, dann nicht. Meine Güte. Tja, wer sich der, ne? Ach, der ist noch auf Flucht. Stimmt, da kam der lauter Sound noch nicht. Alle aus dem Weg! An deiner Stelle würde ich stehen bleiben, Kollege. Festgenommen! Naja, das war's dann wohl. Ich glaube, das Spiel, das stürzt jetzt jeden Moment wieder ab. Wenn ich überhaupt aufnehme. Das weiß ich natürlich jetzt gerade gar nicht. Ganz kurzen Cut. Leute, wir sind wieder zurück. Ihr könnt es euch ahnen. Es hat wieder gecrashed beim Minimieren. Merke, GTA 4 nicht minimieren. So, ich bin heute jetzt, also was heute? Ich bin jetzt mit, ich habe mir jetzt einen Partner geholt. Und übrigens, ich wollte euch nochmal zeigen. Passt mal auf. Passt mal auf. Habt ihr sowas schon mal gesehen? So laufe ich ja ganz normal. Guck mal, wenn ich renne, als ob ich einen Stock im Arsch hätte. Ich muss kacken, ich muss kacken, ich muss kacken. Lass mich schnell, ich muss kacken, 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 kacken. Ich muss aufs Klo, ich habe zu viel Donuts gefressen. Oh, ich muss kacken. Ja, den Auftrag nehmen wir an. So, komm, steig ein. Der rennt auch, als ob er kacken muss. So, fahren wir weiter. Ich mache auch nicht mehr lange jetzt, weil ich habe noch was anderes vor aufzunehmen. Das darf ich euch nicht sagen, weil dann seht ihr ja dann sowieso. So, weil schrecklich, wenn ich mir meine Aufnahmen selber anhöre und wenn ich am Atmen bin, dass man das Atmen so hört, oh, das bisschen Schmatzen ab und zu, ich hasse es. Ich versuche es zu vermeiden, aber irgendwie. Ja, seht schon wieder dieses Atmen. Aber naja, man muss ja atmen. Und wenn es jemand stört, mir egal. Oh. Keine Verstärkung? Soll ich Verstärkung holen? Nee, brauchen wir nicht. Laufen, rennen! Ich hab gekackt! Ich hab gekackt! Hände hoch! Boah, dass die Scheiße noch so laut sein muss. Ich krieg's auch nicht weg, sorry. Ich versuch's beim Rendern, wenn ich das Video schneide, ein bisschen niedriger zu machen. Aber ich kann euch da jetzt nichts versprechen. So, ich habe den jetzt festgenommen. F10 gedrückt, damit Prisoner Transport kommt. Zum Abholen. So, jetzt habe ich ja diese dämliche Warnblinkanlage an. Ne? Komm, steig ein, Mongo. Ja, ich krieg die nochmal aus. Nein, so nicht. Aha. So also. Gut zu wissen. So. Go, go, go! Weit auf Streife. Oh, falsche Taste. Pull over.
Komm schon, fahr rechts ran da. Wir werden dich jetzt immer fisten. Na, oh, ich dachte schon, das Spiel kackt wieder ab. Naja. Ich muss kacken, ich muss sie kacken. Ja, komm, geh hin da. Du, ja, aggressives Fahrverhalten. Mir passt dein Gesicht nicht. Gib mir deine Driver-License. So, will ich nicht weiter sehen. Gib mir dein Geld. $100. Dann can do you weiter driving. Man. Danke. Easy, ey. Komm, den Homo und sitzt da den roten Truck, ey. Er steigt doch ein, Pissflitsche. Du sollst anhalten. Komm schon. Super. Ich muss kacken, ich muss kacken, ich muss kacken. Wie geil, ey. Du passt mir auch nicht. Vehicle ist leider nicht ordnungsgemäß. Der passt mir nicht. Nee, ich will nur dein Geld. Gib mir dein Geld. Können die auch verkloppen? Warte mal, wir halten dich noch mal an, dann flüchtest du bestimmt. Ach so, ein Einsatz. Wo geht's denn hin? Cold Fear. Kommt mit Schießerei. Stehen bleiben! Großeinsatz! Yo, please. Go, go, go! Boah, wegen einem Typen, ey, direkt Massenauflauf. Na komm, Hammer, ich will dich kontrollieren. Fahr. Wir wollen eine Verfolgungsjagd. Ja, komm, fahr weiter, ey. Gucken, wie oft er das mit sich machen lässt. Naja. Komm, Pussy. Ja, ich fahr schon ein Stück zurück. Meine Güte. Komm, fahr weiter. Geh mir auf den Sack. Wolltest du mir gerade aus dem Maul geben, oder was? Mach mal. Komm, gib mir mal aus dem Maul. Komm, schlag mich. So, Kollege, ne? Das heißt ja wohl Festnahme. Kannst du nicht einfach einen Bullen schlagen, Vollpfosten? Schon wieder Screenshot gemacht. Na egal. Pussy, ey. Naja. Soll er meinen. Tja, große Fresse, ne? Direkt Handschellen dran. Lassen wir ja nicht mit uns diskutieren. Wir dürfen auch über Rot fahren. Ein bisschen auf Streife hier. Go, go, go! Wow, Bordstein mitgenommen. Mal durchdrängeln hier. Dubi dubi dub 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 du. Jo! Das hat sie gebracht. Da und jetzt?
Und jetzt? Hä? Hä? Toll. Ja, das Auto kann nicht kaputt gehen, weil die Alarmanlage läuft. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Ey. Ich bin Hüter des Gesetzes. Na toll, und jetzt. Ich muss kacken, 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 ich muss kacken. Stehen bleiben! Meine Güte. Polizei! Raus da! Ja, komm, ist gut. Er schießt ihn! Boah! Das lasse ich nicht auf mir sitzen, ey. So. Brutal, aber... Ne, das muss sein. Kerl, gib mir doch nie alle mal auf den Sack. Ich will den Wagen wieder umdrehen. Ja, geht doch. Polizeiwagen gerettet. Man merke, fahren die über rot-weiße Fässer. Orange-weiße Fässer. So. Wir haben immer noch den Einsatz. Komm, steig ein, Piefke, ey. So, los geht's. Ups. Kollateralschaden. So. Wollen wir mal weiter hier, ne? Hüter des Gesetzes, hier herrscht Recht und Ordnung. Wow! Ups. Es gibt Milchshake anstatt Wassereis. Witzig, witzig, witzig. Nein, das war nicht witzig. Egal. Wuhu! Haben wir noch gut genommen die Kurve. Was geht ab? Meint ihr, wir können mit unseren Autos runter? Die sind ja alle mutig hier, ey. Bastard! Ja, was ist los hier? Das war mal wieder laut. Ich hoffe, ich komme jetzt hier wieder mit meinem Vehikel raus. Ich muss kacken, ich muss kacken, ich muss kacken. Ja, ja, ist gut. So. On the road. Schickes Auto. Gibt's bestimmt Geld zu holen. Da gibt es Geld zu holen. Ach, Verfolgungsjagd. Sehr schön. Ah, oh, wieder ein scheiß Screenshot. Egal. Verstärkung angefordert. Tolle Verstärkung. Ja, das ist, wenn man einen Teammate auf dem Ball hat. So richtig schön. Nein, der ist hochgefahren. Da muss ich jetzt leider. Hier durch.
Wow, nicht wieder umkippen. Das ist natürlich der einzige Nachteil bei dem Wagen. Ach, den kriegen wir noch. Ist der hier runtergefahren? Glaube nicht. Glaube, Leute, den haben wir verloren. Jo, in der Tat. Ups. Den Einsatz nehmen wir an. Code 4, Schießerei oder was? Ist er mit einer Wegbeschreibung? Na gut, Freunde der Nacht. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal einen kleinen Cut. Stellen Sie hin. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zu der nächsten Folge zu Let's Play GTA 4, die SCP, die SCPD Mod, nennen wir es mal so. Wieder weiterspielen. Vielen Dank und ja. Bis zum nächsten Mal, euer Benny. Tschüss.